So ein Buswartehäuschen aufzusuchen, das ergibt meist nur dann Sinn, wenn es sich auch lohnt zu warten. Doch besonders auf dem Land hängt da oft nicht mal mehr ein aktueller Fahrplan. Viele Busunternehmen würden wohl gerne mehr fahren, aber entweder fehlen Busfahrer oder schlicht die finanziellen Mittel, um den ÖPNV dort aufrechtzuerhalten. Doch in zahlreichen Gemeinden und Städten gibt es inzwischen Projekte, wie man trotzdem ohne eigenes Auto von zu Hause ans Ziel und wieder zurückkommt. Susanna Jalek war mittendrin im nordrhein-westfälischen Höxter und hat dort erlebt, wie das funktionieren kann. Ein Nahverkehrssystem, das Fahrgäste auf Bestellung abholt und ohne große Umwege dorthin bringt, wo sie hin möchten. Und das zum ganz normalen Bustarif. In Höxter ist das seit bald 2 Jahren Realität. Holibri heißt das System, kurz für holt ab und bringt hin. Fahrer Riad Bischoy ist unterwegs zu 2 Stammkunden. Die eine Familie hat einen Mann, ein bisschen krank mit Rollstuhl, braucht die nach Krankenhaus gefahren bei mir. Das Ehepaar Knappe nutzt den On-Demand-Kleinbus mehrfach pro Woche. Die Haltestelle ist nur 2 Häuser von ihrer Wohnung entfernt. Überhaupt muss in Höxter niemand weiter als 200 Meter zum nächsten Haltepunkt laufen. Riad, du bist jetzt 1 Jahr? Ja, ein Jahr bei Holibri, ne? Gut, was das wir dich haben. Mein Mann macht das immer so, er bucht dann per Telefon 14 Tage im Vorfeld, sagt dann ungefähr die Uhrzeiten, wann wir runterfahren möchten in die Stadt oder dann eben halt auch mal kurzfristig. Von daher ist das schon besser, als wie man sich jetzt nach dem Bus orientieren, nach den anderen Bussen orientieren müsste. Ne? Die fahren stündlich, anderthalb stündlich. Ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick mehr. Also von daher, weil das passt jetzt alles hier so optimal. Der Holibri ist ein Nahverkehrspilotprojekt für den ländlichen Raum. Höxter hat knapp 30.000 Einwohner, die über ein weitläufiges Gebiet verstreut leben. Früher gab es hier 5 Stadtbuslinien. 4 davon wurden gestrichen. Stattdessen fahren nun 5 vollelektrische Kleinbusse durch die Stadt. Ohne feste Route, ohne festen Fahrplan, nur auf Bestellung. Bis zum späten Abend. Nur nachts sind sie nicht unterwegs. Mehr als 1.300 Haltepunkte gibt es. Der am meisten angefahrene ist der Bahnhof von Höxter. Hier treffen wir Schülerin Leonie Jakobs. Sie ist mit dem Zug von der Schule gekommen. Den Holibri für die Weiterfahrt bucht sie spontan per App. Er kommt halt pünktlich, der sagt sie Bescheid. Also manchmal steht man dann hier und da kommt der Bus einfach nicht. Dann kannst du eine Stunde warten und beim Holibri kannst du dir schnell einen neuen buchen, wenn er ausfällt. 15 Minuten wartet Leonie heute, dann kommt der On-Demand-Bus, der sie bis in ihre Straße fahren wird. Im Betriebshof haben sie den Überblick über die Buchungen. Im Moment sind alle verfügbaren Busse mit Fahrgästen unterwegs. Ihre Bilanz? Seit es die Holibris gibt, nutzen deutlich mehr Menschen in Höxter den Nahverkehr. Wir haben inzwischen eine Steigerung des 2,5-fachen. Wir sind jetzt bei etwa 6.500 Fahrgästen im Monat und haben inzwischen 110.000 Fahrgäste befördert in der Zeit seit Dezember 2021. Das ist eine Zahl, mit der konnten wir so nicht rechnen. Und wir sind sehr, sehr erfreut, dass das so sich etabliert hat. Trotzdem ist noch unklar, wie genau es mit dem Holibri hier weitergeht. Bis November 2024 bezuschusst das Land Nordrhein-Westfalen das Projekt mit 1,5 Millionen Euro. Danach muss die Stadt die Kosten selbst stemmen. Gerade hier im ländlichen Raum ist ÖPNV zurzeit kostendeckend nicht zu betreiben. Die Stadt muss wollen, dieses System auch weiter aufrechtzuerhalten. Der Rat der Stadt Höxter ist dafür und hofft auf weitere Landesmittel. Denn die Holibris kosten mehr als die 5 Stadtbuslinien früher, vor allem weil mehr Personal gebraucht wird. Die Kundinnen und Kunden hoffen, dass es weitergeht, so wie das Ehepaar Knappe, das kein eigenes Auto hat. Wie mein Mann jetzt im Krankenhaus war, habe ich das jeden zweiten Tag oder jeden Tag genutzt. Es wäre wirklich schade, wenn das nicht mehr so wäre. Dankeschön, Riad. Gerne, schönen Tag noch. Denn für sie war Nahverkehr noch nie so praktisch.